noch alle Items und Pets kaufen. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kamur Games Kanal und wir sind in Adopt.me und ja, wir werden uns heute mal im Springfest, also heute um 17 Uhr verschwindet, mal noch alle Items und Pets kaufen, so viel ich kann und ja, dazu müssen wir mal hier in den Shop und dann würde ich sagen, kaufen wir mal zuerst einfach die Pet-Tiers und die Spielzeuge. Und das eine Fahrzeug, aber das andere weiß ich noch nicht. Ja, mal schauen. Kaufen wir uns zum ersten Mal hier den Mushroom. Die Mushroom Flying Disc für 400 X und gekauft. Und es ist einfach so ein Spielzeug, das ihr werfen könnt. Und dann kann euer Pet das wiederholen für euch und euch wieder zurückbringen. Genau. Dann haben wir hier noch die Waterpail Leash für 600 X auch kaufen. Und das ist einfach so eine Leine für das Pet. Und jetzt haben wir das Pet, die Pudding Cat, an der Leine. Dann haben wir hier noch die Honey Dipper Rattle für 5000 X, ein bisschen teuer, aber okay. Auch kaufen und das ist noch so eine Rastel, wo ihr spielen könnt damit. Dann haben wir hier noch die Flower Cloud Plush für 1400 X, auch kaufen. Das ist einfach so ein Spielzeug, so ein. Ja, so ein Plushie halt. Dann haben wir noch so den Kite Balloon für 2000 X, auch kaufen, ein bisschen teuer, aber okay. Finde ich ganz okay und damit könnt ihr einfach höher springen als ohne Ballon so. Ja, und dann kaufen wir uns mal noch alle Pet-Tiers mal. Beginnen wir dann mal hier, glaube ich, oder? Ja, für 8 und 6 die Flower Bunny Ears. 8 und 6 und auch kaufen. Dann haben wir auch noch den Heartlock Necklace für 1000 X und auch kaufen. Perfekt, die werden wir dann auch noch anschauen, an den Pets vielleicht mal schauen. Und dann haben wir noch den Buttercup Collar und der ist 300 X auch noch kaufen, sehr sehr schön. Dann machen wir weiter mit den Cherry Blossom Earrings, die sind 1680 X, warum so ein komischer Preis, fragt mich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Dandelion Head, der ist 700 X und auch kaufen. Dann haben wir auch die Strawberry Clip, den Strawberry Clip 2000 X, ein bisschen teuer für das, aber wir kaufen den, weil der gefällt mir. Und dann, ja, mal schauen, den Flower Red Pin, der ist 3000 X und auch kaufen, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir noch den Flower Barret und der kostet 5000 X, auch noch kaufen, perfekt. Dann noch die Flower Monocle und der ist 15.000 X, auch noch kaufen, perfekt. Dann haben wir mal alles gekauft, glaube ich, oder schon, ja, dann haben wir alles gekauft. Und dann schauen wir uns das mal noch kurz an den Pets an, nehmen wir mal den Albino Gorilla und dann Petweer, mal den Flower Monocle, so, ja, okay, einfach so über das Auge, perfekt. Dann haben wir noch den Flower Barret und der kommt auf den Kopf, so, ja, einfach so ein Berry, also Barret, keine Ahnung, und dann noch den Flower Red Pin, der kommt wohin, also unten hier, ja, finde ich ganz okay, diese Items sind ein bisschen ebenso Frühling halt, wie das Thema auch ist, und dann haben wir noch den, wie heißt der, keine Ahnung, der ist das Erdbeere einfach da, ja. Ich muss mal ein bisschen kurz das Take Off Everything, sonst sieht man es gar nicht recht. Dann kann man dem das nochmal anziehen und das ist einfach so ein, wie heißt das? Ja, eben Strawberry Clip, das ist einfach so ein Clip für hier oben drin, für die Haare, ja, ist ganz okay. Dann noch den Dandelion Head ist so, ja doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht sehr schön aus. Also, der gefällt mir, das ist wie so eine Löwenzahn halt, die verblühten Blüten. Dann haben wir auch noch andere Sachen, nämlich den Cherry Blossom Earrings, solche Ohrringe. Ja, die sind auch ganz gut, so filigran, gefällt mir noch. Und dann haben wir noch den Buttercup Collar und der kommt einfach so um den Hals. Ja, der kommt so um den Hals, auch sehr gut, das ist halt so eine Butterblume, glaube ich. Und dann noch den Heartlock Necklace, das ist auch für um den Hals, den sieht man wieder nicht genau. Dann müssen wir nochmals Take Everything Off machen. So, und dann können wir das Ganze nochmals ihm anziehen. So, ja, ist okay. Und dann noch die Flower Bunny Earrings. Und dann haben wir alles auch schon angeschaut, was wir hier haben. Also ja, finde ich ganz okay, die Sachen. Und ja, dann den Border Collie können wir nicht kaufen. Aber diese zwei Pets hier, den Hair und den Wood Pigeon, das machen wir dann später noch. Und hier haben wir noch ein Fahrzeug, der Stacy Mobile für 30.000 X auch noch kaufen. Das schauen wir dann noch kurz draußen an.
Und sonst hier hinten habe ich gleich nur noch ein paar Spielzeuge oder so. Und eben leider noch dieses Fahrzeug hier, das ist ein bisschen teuer. Ich muss mal schauen. Ja, kaufen uns mal zuerst den Big Leaf Stroller und der kostet 300x. Auch kaufen, perfekt. Das ist einfach ein Kinderwagen. Dann noch den Fern Propeller und der kostet 9000x. Auch noch kaufen, das ist einfach so ein Propeller. Mit dem könnt ihr hochfliegen. Dann hier hinten haben wir noch den, wie heißt der? Sprout Pogo Stick, das ist einfach ein Pogo Stick, mit dem könnt ihr so springen, genau. Und dann noch den Flower Cart Stroller, nochmals ein so ein Blumenwagen, Kinderwagen, ja. Und die Goose, die kostet ja auch, glaube ich, Robux, oder? Ja, die kostet auch Robux, also die können wir uns auch nicht kaufen. Und hier hinten haben wir noch ein paar Sachen, die wir noch kaufen können. Und dann, ja, muss ich mal schauen, was ich noch sonst für Pets kaufe. Die haben wir da schon, das ist der Petweer. Und dann noch den Tulip Stroller für 1500x. Auch noch kaufen, einfach nochmal seinen Kinderwagen. Und der Rabbit Helikopter kostet ja, glaube ich, 89 Robux. Also den kann ich auch nicht kaufen. Ducklingboxen haben wir schon geöffnet. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann schaut das Video noch an. Wir haben ja da sehr Glück gehabt, sag ich mal. Oder ja, Glück gehabt. Und ja, sonst, wir haben noch 170.000 solche Eggs. So, entweder ich kann mir jetzt hier noch dieses Fahrzeug kaufen für 120.000 Eggs, aber das will ich eigentlich nicht, weil es sehr, sehr teuer ist. Ich kaufe mir besser einfach nochmals ein paar Pets hier hinten von diesem Shop, also von den zwei Pets hier. Also wie teuer sind die? 60.000 und 35.000. Okay, wisst ihr was? Ich schaue auch noch ein weiteres Video und spare noch ein bisschen X an und auf 190.000, weil dann können wir uns mal alle diese beiden Pets hier noch zweimal kaufen. Und ja, dann würde ich sagen, war's auch für heute mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mich gerne mit einem Like und einem Abo wissen und ja, kommentiere mal, was du alles gekauft hast aus dem Springfest. Und jetzt sag nur noch Ciao!